Gala, wir freuen uns, dass du bei uns bist und wir einmal kurz mit dir über das letzte Spiel und über das kommende Spiel sprechen können. Lass uns erst nochmal auf Regensburg schauen. Nach einem tollen Kampf, ihr seid super zurückgekommen, hat es am Ende leider nicht gereicht. Wie bitter war dann das Ende im DFB-Pokal? Ja, sehr bitter, um ehrlich zu sein. Hat es mir dann auch sehr, sehr weh getan. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, wieder Fußball spielen zu dürfen. Ich habe einfach Bock und ja, mich hat es sehr gefreut. Aber leider ist es natürlich auch durch eine blöde Fehlentscheidung da. War ja kein Abseits, unser Kopfballtor. Ja, das tut halt mega weh, wenn du auf die Art und Weise dann ausscheidest. Vor allem, wenn du dann ab der 60. Minute auch die spielbestimmende Mannschaft bist. Oder ab der 50. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir jetzt halt nach vorne schauen müssen. Aber ja, ich bin ehrlich, man muss diese Niederlage echt wehgetan. Nichtsdestotrotz muss man da das Spiel am Freitag jetzt schon wieder sehr schon nah angerückt ist, haben wir auch schnell wieder nach vorne schauen müssen. Deswegen ist auch nicht viel Zeit geblieben, irgendwie jetzt Köpfe hängen zu lassen, sondern eher nach vorne zu schauen. Das ist ein Ligastart. Ja, und Liga ist immer natürlich viel wichtiger wie der Pokal, müssen wir auch ehrlich sagen. Du hast es eben schon gesagt, du hast dich gefreut, zurück auf dem Platz zu sein. Viele Fans hat es auch gefreut, nachdem du in der letzten Saison so ein kleiner Pechvogel warst mit Verletzungen. War das ja so eine Art Comeback für dich? Wie hat sich's angefühlt, wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, mega. Also ich fühle mich da einfach wohl. Das ist einfach mein zweites Zuhause, ja, der Fußballplatz. Und um ehrlich zu sein, war es ja halt blöd, weil letzte Saison direkt mit einem Schlag von Domi Schad damals unabsichtlich, war halt unglücklich. Dann war ich zurückgekommen, ein bisschen gebrochen, wieder fit zu werden und meine Leistung bringen können, wenn ich auf dem Platz stand. Und dann kam halt kurz vor dem Restart, war es halt so, dass irgendwie die Hüfte irgendwas, bis heute noch eigentlich noch keine richtige Diagnose mit so einem Entrapment in der Leiste, dass der Leistennerv eingeklemmt wird. Das war so ein bisschen das Problem. Aber der Schmerz, der da war, ich konnte nicht richtig rennen. Das war halt immer noch das Problem. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder auf einem guten Weg bin. Wenn man minimal manchmal ab und zu was spürt, dann kann man drüber stehen. Ja, letztendlich will man einfach wieder auf dem Platz stehen, Tore schießen, Tore vorbereiten mit der Mannschaft, mit den Fans, die ja wieder am Freitag wahrscheinlich erlaubt sind. Einige davon wieder ein bisschen jubeln. Das Spiel sprechen wir gleich noch. Jetzt war es ja auch eine kurze Regeneration zwischen Regensburg bis zum Dresden-Spiel. Wie wirkt sich das so bei dir persönlich aus? Kommt dir das entgegen, wenn es direkt weitergeht? Oder würde dir vielleicht der ein oder andere Tag mehr noch guttun? Nein, also ich freue mich, wenn ich Fußball spielen darf, sage ich ehrlich. Und im Moment habe ich auch kein Problem damit, weil ich gut regeneriere von der Ernährung. Dann habe ich ein paar Vitamine, die ich noch ein bisschen zu mir nehme. Deswegen passt es eigentlich sehr gut alles gerade. Also mir kommt's gelegen, dass wir Freitagabend spielen und das Eröffnungsspiel sogar haben. Das Eröffnungsspiel, und das wird auch ein richtiger Hammer, gegen Dynamo Dresden aus der zweiten Liga abgestiegen, haben jetzt im Pokal gegen Hamburg eine ordentliche Vorstellung abgeliefert. Hast du das Spiel vielleicht gesehen? Wie schätzt du die ein? Was erwartest du hier am Freitag? Ja, ich kenne den einen oder anderen Kicker, der dort jetzt unter Vertrag steht. Und ich muss natürlich sagen, da kommt schon ein Brett auf uns zu. Ne? Die haben nicht umsonst da gewonnen. Und nicht so, also war ja ein 4-1, war jetzt auch nicht so undeutlich. Ja, aber dann, ja, was gibt's Besseres, wie gegen so einen Gegner zu testen? Dann wissen wir auch gleich, wo wir stehen. Und ganz ehrlich, wir sind heiß. Und für mich gibt's eh nur das eine, dass wir gewinnen. Und ja, so werde ich auch am Freitag dann ins Spiel gehen. Nach vielen Monaten müsst ihr am Freitag das Spiel auf dem Betze auch nicht alleine gestalten. Es dürfen endlich, du hast es schon gesagt, wieder Fans ins Stadion. Knapp 5000 Zuschauer dürfen hier rein und können euch unterstützen im Eröffnungsspiel. Wie schön ist das, dass es wieder von den Rängen Unterstützung gibt? Also muss ich ehrlich sagen, mega schön. Ich habe ja den Restart so ein bisschen auch am Fernseher ein bisschen miterlebt. Für mich, ich habe Fußball gesehen, so auf dem Platz, so, aber das, was ein Fußball ausmacht, das kleine Junge träumt immer, in so einem großen Stadion ein Tor zu schießen, wo viele Fans sind. Und der Effekt von den Fans, ohne Fußball ist nicht Fußball ohne die Fans. Ist einfach so. Für mich ist es ein ganz enormer Punkt, dass sie dabei sind. Und ich finde es echt schön, auch wenn es jetzt schon mal ein kleiner Teil ist, wobei knapp 6.000 ist ja schon mal eine gute Zahl. Da kann man vielleicht auch ein bisschen Stimmung machen. Ja, so inwiefern es erlaubt, weiß ich jetzt nicht. Ich denke jetzt nicht, dass direkt die Pyros gezündet werden. Ja, aber ich bin froh, dass auf jeden Fall schon mal ein wenig Unterstützung kommt. Und ja, vielleicht gibt es auch nochmal einen kleinen Push nach vorne. Wäre schön auf jeden Fall. Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann wünschen wir für Freitag viel Erfolg. Und vielleicht sprechen wir uns ja mit 3 Punkten mehr auf dem Konto wieder. Ja, darauf gebe ich dir einen Faustschlag. Dankeschön. Okay.